Hallo, in diesem Video zeige ich euch ein bisschen, mit welcher Sprache Deutsch verwandt ist. Ihr habt euch bestimmt auch schon manchmal gefragt, warum sind manche Sprachen ähnlich und manche nicht. Mit diesen Karten wird es vielleicht ein bisschen klarer. Zuerst sehen wir die Welt insgesamt und dann Deutsch. Beginnen wir. Auf der Welt gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Sprachfamilien. Manche sind größer, manche sind kleiner. Deutsch gehört zu den indoeuropäischen bzw. indogermanischen Sprachen. Blau ist markiert, in welchen Ländern und Regionen indogermanische bzw. indoeuropäische Sprachen gesprochen werden. Ganz links Nord- und Südamerika, oben Europa und Nordasien, darunter Südasien bzw. der Iran. Unten in der Mitte seht ihr Südafrika und ganz rechts unten Australien. Sehen wir uns die Sprachfamilie ein bisschen genauer an. In hellgrün seht ihr die indoeuropäischen Sprachen. In dunkelbraun die finno-ugrischen Sprachen, vor allem in Nordeuropa, in Nordasien, aber auch in Ungarn. Dunkelgrün sind die afroasiatischen Sprachen, wie zum Beispiel Arabisch. Orange die Turksprachen, zum Beispiel Türkisch, aber auch viele Sprachen in Zentralasien. Rot die sino-tibetischen Sprachen, also Chinesisch, Tibetisch und andere. Ganz daneben kommt eine Sprachgruppe, das sind die Thai-Sprachen. Dann kommen die Mon-Khmer-Sprachen, auch in Südostasien. In Pink seht ihr die Sprachen Indonesiens, aber auch Madagaskars. Wenn wir auf den afrikanischen Kontinent sehen, sehen wir dort zwei größere Gruppen. Einmal die größte, diese hellbraune Gruppe, das sind die Bantu-Sprachen. Und darüber in dunkelbraun die nilosaharischen Sprachen. In Orange, ganz klein, im Südwesten Afrikas, sind die Khoisan-Sprachen. Weitere Sprachen sind zum Beispiel die Ureinwohnersprachen in Australien oder in Neuseeland. Dazu kommen andere kleinere Sprachgruppen in Papua-Neuguinea, in Südamerika oder auch in Nordamerika. Aber auch die Dravida-Sprachen in Südindien. Außerdem gibt es eine ganze Vielzahl von kleinen Sprachinseln, von Sprachgruppen, die von anderen verdrängt wurden oder nur noch teilweise existieren. Kommen wir jetzt zu den indoeuropäischen Sprachen. Die indoeuropäischen Sprachen stammen aus einem Gebiet in der östlichen Ukraine oder im südlichen Russland und haben sich dann im Laufe der Zeit über fast ganz Europa, über Anatolien und Nordindien und den Iran ausgebreitet. Und jetzt zu unserer Sprache, dem Deutschen. Deutsch ist eine germanische Sprache. Vor rund 1000 Jahren existierte unser Deutsch, so wie wir es heute kennen, noch nicht, sondern es gab eine Vielzahl von germanischen Sprachen und Dialekten. Deutsch entstand aus der hellgrünen Fläche ganz unten. Dazu kamen aber auch Sprachen wie zum Beispiel in Skandinavien, Rot, aber auch die Sprache der schwedischen Wikinger, hier in Orange bzw. Pink und andere germanische Dialekte in England. Ganz klein und blau seht ihr auf der Krim eine ostgermanische Sprache. Wenn wir uns auf das heutige Deutsch konzentrieren möchten, müssen wir uns den hellgrünen Bereich genauer betrachten. Im Laufe der Zeit spalteten sich die germanischen Sprachen immer weiter auf. Im Norden könnt ihr die skandinavischen Sprachen erkennen, zum Beispiel Isländisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch und die Sprachen der Färöer. In Orange Englisch, in Gelb Niederländisch und ganz klein Friesisch. Und in unserem grünen Bereich, also im deutschen Sprachraum, erkennen wir wiederum drei Farben.
Ganz dunkelgrün haben wir das Oberdeutsche, dann folgt das Mitteldeutsche und ganz im Norden das Niederdeutsche. Wenn wir Europa bzw. Deutsch und den deutschsprachigen Raum mit der Welt vergleichen, fällt uns auf, dass der grüne Fleck, also Deutschland und Österreich sowie die Schweiz, eigentlich nur einen ganz kleinen Bruchteil der germanischen Sprachen ausmachen. Vor allem Englisch, das hier in Blau ist, ist in sehr, sehr vielen Ländern Mutter- oder Zweitsprache. Dazu kommt auch das Niederländische, das wir zum Beispiel in Südafrika finden können und teilweise auch in Südamerika. Die skandinavischen Sprachen sind nur auf ihren Sprachraum bzw. auf Skandinavien beschränkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.